Der Ileus bezeichnet den Darmverschluss bzw. die Darmlähmung. Ein mechanischer Ileus ist die Behinderung der Darmpassage von außen oder von innen. Zusätzlich kann eine ungenügende Blutversorgung der Darmwand eintreten, insbesondere bei Inkarzerationen, also einem eingeklemmten Bruch, bei einem Strangulationsileus und einem Volvulus, also einer Darmverschlingung. Ein funktioneller Ileus geht mit einer Lähmung der glatten Muskulatur einher, welche für den Transport des Darminhalts verantwortlich ist. Es kommt also zu einem Stillstand der Peristaltik. Häufig tritt dies als paralytischer Ileus auf, zum Beispiel bei einer Bauchfellentzündung, selten auch als spastischer Ileus, zum Beispiel bei einer Bleivergiftung. Daneben kann auch ein gefäßbedingter vaskulärer Ileus durch eine Embolie oder auch durch eine Thrombose auftreten. Es kommt zu Symptomen wie krampfartigen Bauchschmerzen, einem aufgeblähten Bauch, Erbrechen bis hin zu Miserere, also Koterbrechen, sowie auch einem Wind- und Stuhlverhalt bei gesteigerter Peristaltik. Man spricht hierbei auch von einem mechanischen Darmgeräusch bei der Auskultation. Zu Beginn sind die Schmerzen noch abgrenzbar, später diffus. Daneben können auch die Symptome der Peritonitis bestehen. Im Rahmen der Diagnostik wird bei der körperlichen Untersuchung eine lokale Schmerzhaftigkeit, eine Abwehrspannung, gegebenenfalls Hernien und eine Überblähung festgestellt. Daneben wird auch ein Labor mit der Suche nach Entzündungszeichen angefertigt. Daneben werden auch eine Sonographie, gegebenenfalls auch ein Röntgen des Abdomens durchgeführt. Bei der Auskultation kann eine Hyperperistaltik bei mechanischem Ileus, eine Totenstille bei einem paralytischen Ileus gehört werden. Therapeutisch wird je nach Ursache vorgegangen. Gegebenenfalls muss ein operativer Eingriff durchgeführt werden, wobei die Verfahren je nach Ursache unterschiedlich sind. Um den Darm zu entlasten, kann auch eine parenterale Ernährung oder ein Einlauf durchgeführt werden.